Der Schweiß rinnt runter wie nix. Just saying. Guten Morgen, Leute. 10 Uhr morgens, 29 Grad in Wien. Ich zeige euch das mal kurz. Ja, einfach mal schon 29 Grad um 10 Uhr morgens. Heute um 7 in der Früh waren es nämlich auch schon 24 Grad. Heute wird es definitiv warm werden. Wo bin ich? Ich bin gerade angekommen am Trail Center der Hohen Wandwiese in Mauerbach, beziehungsweise man kann sagen eigentlich, das ist Wien. Und ich bin mal gespannt, wie viele Leute so verrückt sind wie ich, heute bei dieser Hitze da uphill zu pedalieren. Als ich das letzte Mal hier war, bei der Hohen Wandwiese Radfahren, bin ich nämlich, glaube ich, knapp dem Hitzetod entkommen. Ich blende euch das mal oben ein, das Video. Und wir sehen uns jetzt mal die Trails an, oder? Also, dranbleiben, nicht vergessen, ein Abo da lassen. Nächste Woche geht's zum Beispiel aufs Glamride Festival. Es bleibt und ist spannend. Nicht verpassen. Ja, also, Leute, dranbleiben. Bis gleich. Hier ist der Einstieg zur Uphill-Line. Schauen wir mal, wie es mir jetzt geht. Das Fiese bei dieser Uphill-Line ist, dass man sich nicht einfach so ein bisschen aufwärmen kann, dass es halt langsam losgeht mit der Steigung, sondern da geht es gleich mal Vollgas. Aber there we go. So, und los geht's. Sommerrodelbahn gibt es ja auch. Dann werde ich definitiv auch noch eine Abfahrt machen. Lustig. So, Uphill-Line links. Ich hoffe, im Wald ist es kühler. Als ich das letzte Mal hier war, muss ich zugeben, habe ich mir echt schwer getan mit der Uphill-Line. Also das ist hier gar nicht so einfach, aber es ist perfekt zum Üben, finde ich auch. Wie ihr seht, das ist auch lustig und spannend zwischendurch, weil das geht nicht immer nur monoton, unendlich, gleich lang dahin, sondern zwischendurch mal steiler, in den ganzen Kurven. Das ist geil. Das taugt mir. Da ist man echt gefordert. Jawohl. Endspurt. Licht am Ende des Tunnels. Yes! Jo, erster Climb geschafft. Boah, muss schon sagen, das ist richtig knackig hier. Und bin gerade. Dankeschön! Der Schweiß rinnt runter wie nix und ich finde das gerade echt faszinierend, weil gestern bin ich 5,5 Kilometer in 35 oder 33 Minuten gefahren mit Höhenmeter von 350, glaube ich, waren das. Und das hier waren jetzt 24 Minuten, 170 Elevation Gain, also Höhenmeter, und nur 1,7 bzw. wahrscheinlich 1,8 Kilometer. Aber wirklich, der Climb gestern war Zuckerschlecken im Vergleich zu dem hier jetzt gerade. Wobei man muss auch dazu sagen, die letzten Tage war ich ziemlich aktiv, angefangen von
mega hart im Beintraining vor 2 Tagen, gestern, Uphill heute und die Hitze ist halt echt krass. Also es hat mindestens auch hier im Wald 30 Grad, wie man an meinem Tomatenkopf womöglich erkennen kann. Aber bevor ich es vergesse zu sagen, hier besteht auch am Wochenende die Möglichkeit zu shutteln. Das heißt, ihr müsst hier nicht nur hochtreten. Es besteht die Möglichkeit für den Uphill-Trail, aber ich glaube, Freitag bis Sonntag gibt es auch einen Shuttle. Das ist mega cool und ich habe jetzt beim Hochtreten schon ein wenig was von den Trails gesehen und da hat sich echt einiges getan im Vergleich zum letzten Mal. Und es gibt insgesamt jetzt 3 Lines, eine Flow-Line, die Kender-Line und eine Enduro-Line, so viel ich gesehen habe. Jo, ich schaue jetzt mal, was ich als erstes fahren werde. Ich fahre jetzt mal diese Kenderline. Die ist 1,5 Kilometer lang, nennt sich auch Funline. Tables, Doubles, Gaps und Stepdowns. Alright, dann here we go. Ich muss sagen, ich kann mich an nichts erinnern. Das macht schon mal mega Bock. Mega geschafft. Jedenfalls saugeil, wenn man dann schon weiß, was kommt. Die erste Abfahrt. Mal, wenn ich gefunden habe. Nachdem die Kinderlein so viel Spaß gemacht hat und der Papa jetzt da ist, fahren wir jetzt. Enduro-Line. Wir sind die damals gefahren, aber keine Ahnung. Schauen wir mal. Es ist halt eher so naturbelassen. Ah, das ist definitiv der coolere Teil hier unten. Ja,
Ich bin sprichwörtlich fertig für heute. Bin jetzt dreimal in der Hitze hochgetreten. Das dritte Mal war schon sehr anstrengend und ich merke es echt. Bin halt die letzten Tage jeden Tag irgendwie Vollgas und das hängt sich dann schon an. Der Papa, habe ich erfahren, der fährt diesen Uphill-Trail in seinen Bestzeiten binnen 16 Minuten. Tja, bei mir war es das erste Mal eben 24 Minuten. Der speedet da hoch ohne E-Bike. Auf jeden Fall, Leute, für mich geht es jetzt wieder nach Hause. Ich freue mich auf eine Dusche. Das Geilste wäre jetzt wieder irgendwo in den See zu springen, aber leider gibt es hier, glaube ich, nichts. Und von hier geht es dann sozusagen eigentlich direkt aufs Glamride Festival. Wer von euch wird denn dort sein? Ich freue mich schon mega. Das Krasse ist, ich habe gestern gesehen, dass am Hackelberg Trail ganz oben gleich noch 2 oder 3 Meter Schnee sind und das in der Mitte freigeschaufelt wurde, damit man dort fahren kann. Also wenn ich da an letztes Jahr denke, bin ich schon gespannt. Das wird auf jeden Fall spannend. Jo, also ich habe es auch schon erwähnt, man kann ja hochtreten den Uphill Trail. Es gibt auch Freitag bis Sonntag einen Shuttle. Was hier auf jeden Fall geil ist, ist mega geshaped. Es gibt jetzt 3 Lines, die machen mega Bock. Mein Favorit ist auf jeden Fall die Kenda. Die Enduro hat auch mega Spaß gemacht. Ja, man kauft sich hier ein Tagesticket, das kostet 6 Euro. Aber von Anfänger bis fortgeschritten ist ja alles dabei. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal und bis nächste Woche in Saalbach. Just saying. Gerade stand 40 hier, aber ich glaube, das ist warm genug zum Radfahren.